Er kennt sich aus in diesen Gängen. Der wöchentliche Besuch im Hospiz Leonberg ist für Jamie und sein Frauchen Katrin Kranz mittlerweile ein Ritual. Ein Ritual sind auch die besonderen Leckerlis. Er liebt schwäbische Maultaschen und er weiß, dass er nur im Hospiz Maultaschen kriegt, weil da arbeitet er. Und da gibt es was ganz Besonderes. Ingrid Langenkamp will ihren Lieblingsbesucher mit seinem Leibgericht verwöhnen. Langsam, langsam. Ja, wo ist sie? Zum Golden Retriever hat sie in den letzten Monaten eine besondere Beziehung aufgebaut. Und hopp, und hopp. So langsam. Ja. Also ich freue mich immer unheimlich, weil er kommt gleich rein und dann ist gleich eine Lebendigkeit einfach da. Hunde sind einfach unvoreingenommen. Ja? Die, wie gesagt, die gehen auf den Menschen zu, ob der dick, doof oder sonst was ist. Das sage ich immer, ja. Wie kleine Kinder einfach auch, die nehmen einen an, wie man ist. Und egal was. Und das ist das Schöne, finde ich, an Tieren einfach. Verständnis und Trost ohne Worte. Jeder Besuch ist anders. Vorbereiten können sich Frauchen und Jamie nicht. Ja. Heute zum Beispiel wollten wir einen Patienten besuchen, den wir die letzten Wochen regelmäßig besucht haben, und der ist verstorben. Hospizalltag eben. Jamie ist es gewohnt, wenn Freunde gehen. Seine Reaktion darauf immer unterschiedlich. Das Bett ist noch bezogen und also die Gerüche müssten da noch von dem Verstorbenen sein. Ja. Ja, da bist du immer gelegen bei ihm, gell? Ja. Ja. Jamie braucht eine kleine Pause, um die Stimmung zu verarbeiten. Dann geht's zur nächsten Patientin. Gerda Feiner wartet schon auf Jamie. Hallo, Frau Feiner. Ja. Oh, der ist ganz aufregend. Sag mal, komm mal her sofort. Sag mal hallo. Schön, ich liebe den Hund. Der kommt immer zu mir ins Zimmer. Ja, und tolles Gefühl. Ja. Seit 5 Jahren ist der ausgebildete Therapiehund im Hospiz unterwegs. Nicht nur ein Lichtblick für die Patienten. Auch für das Personal sind Jamies Besuche eine große Entlastung. Dem Jamie kann sich hier eigentlich niemand entziehen. Das gilt für die betroffenen Gäste, die wir haben. Das gilt für die Angehörigen und das gilt natürlich fürs Personal genauso. Also es ist einfach ein Freudenspender. Es ist schon so, dass man auch danach merkt, einfach es wird besser geschlafen. Die Leute sind entspannter und freuen sich auch schon Tage vorher auf den nächsten Besuch. Ein Freudenspender, der bei so viel Aufmerksamkeit auch selbst mal müde werden kann. In jedem Zimmer ist ja eine andere Atmosphäre. Mal ist eine freudige Stimmung, weil Geburtstag gefeiert wird und mit Sekt angestoßen wird. Im nächsten Zimmer ist große Trauer und das nimmt er ja alles wahr. Geschafft für heute. Um wieder aufzutanken, gehen die beiden nach jedem Besuch eine Runde spazieren. Das ist für einen Jamie Stressabbau. Da kann der jetzt die ganzen Eindrücke verarbeiten. Er schnüffelt sich hier auch in seine eigene Welt. Für Katrin Kranz sind die ehrenamtlichen Besuche im Hospiz keine Heldentat, sondern eine Herzensangelegenheit. Das Thema Tod ist für sie kein Tabu. Man muss nichts machen. Das Dasein und gemeinsam die Krankheit aushalten, gemeinsam das Sterben ertragen, da braucht man nicht viel Worte. Wenn man da ist, das ist schon genug. So wie Jamie. Er ist einfach da.